Hallo, willkommen zurück bei Phasmophobia. Ich mache gerade einen kleinen Test, werde mal alleine eine kleine Mission starten. Und bin sehr gespannt, ob jetzt mich das Spiel irgendwie erkennt und wie ich alleine damit klarkomme. Also, Salz. Räucherstäbchen, Kruzifix. Bravo. An ihn. Und Thermometer. Möge der Spaß beginnen. Ich werde dann auch die Geisterbox natürlich ausprobieren. Aber zu. Ach, mein Gott. Ohne Schlüssel kommen wir nicht weit. Das Whoopi-Fail in der ersten Minute. Na, wo ist mein Ziel? Den kleinen Kreis sieht man leider nicht immer. Hallo und herzlich willkommen. Erstmal fleißig Licht anmachen, weil wenn alles flackert, sieht man dann wesentlich besser, wenn man gejagt wird. Vor allem, wo man hinlaufen muss. Genau, Bodenknochen. Da kann man nicht ziehen. Nö. So. Verwinkelt ist denn das Haus? Nicht vergessen auf die Temperatur schauen, das Ding piepst ja nicht. Aber noch ist die Temperatur überall angenehm. Hallo Hase. Ich hoffe, das Spiel erkennt jetzt auch meine Stimme. Ob der auf mehr reagiert oder nicht, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ist eigentlich auch egal. Hallo Schlüssel. Und den Namen habe ich auch nicht nachgeschaut. Naja, halb so wild. Ich habe noch nicht das Bedürfnis, ihn zu rufen. Na, knirsch. Was bist du? So, Mauspad. VichuBot wäre halt optimal. Zu schauen, ob die Sprache geht. Was knirscht immer so wie die Türen? Bitte einmal aufmachen zum Verstecken. Ich weiß nicht, ob der da reinkommt, wenn er mich reingehen sieht. Auf jeden Fall hier kann man schön flüchten. Keller. Dunkeln ist gut, munkeln. Knirsch, Knarz. Das pumpert auch schon wieder leicht. Ah, da hinten ist die Sicherung. Perfektes Timing. Ich vergesse auch ständig aufs Thermometer zu schauen. Ich hoffe, ich habe den Raum jetzt nicht schon verpasst. Bleib still. Mach nicht komische Geräusche. Swoopy ist so ein Schisser, das gibt's doch nicht. Ich schaue zu wenig nach Knochen, ich schaue zu wenig auf die Temperatur. Ich bin ein schlechter Geisterjäger. Gibt's hier nicht irgendwo einen Lichtschalter? Ja, dann halt nicht.
Warte, warte. Ich erschrecke mich vor allem möglichen. Ach, der ist für da drin. Gut. So, hier gibt es kein Licht. Habe ich auch nicht Licht angemacht? Der verarscht mich. Wo ging es denn nach oben? Für was mache ich die Lichter an, wenn er die Lichter wieder ausmacht? Es knirscht schon wieder, ist aber irgendwas. Grafikfehler vermute ich mal. Also wenn keiner da ist zum Unterhalten, wird es nicht besser. Ach, das ist die Kamera, nicht der Fotoapparat, bin ich doof. Böses Handy erschreckt mich doch nicht. Okay, auf jeden Fall, den Knochen haben wir gefunden. Ich hebe mal noch nicht auf, dass wir zuerst noch ein Foto machen. Temperatur, ich schaue schon wieder zu. Ihr wisst bestimmt schon, welches Zimmer. Ich habe wahrscheinlich vergessen, auf die Temperatur zu gucken. Kein Ouija-Brett. Falscher Schrank. Also ja, ich war wahrscheinlich schon im Zimmer. Warum knarzt hier immer alles? Kruzifix. 17 Grad. Noch mal kurz dahinter. Da man den Unterschied auch nicht merkt, vergesse ich auch, oder ja, denke ich auch nicht an Sprinten. Knarz, knarz. Was war das für ein Geräusch? Ich hole mir schnell die andere Foto, die Videokamera weg und den Fotoapparat her. Fünf Minuten sind um, also der Welpenschutz ist auch vorbei, aber hier ist alles still. Sehr gut. Dich bitte. Wie droppt man? Und ich nehme mit. Anzeige ist noch still. Gut. Ein schön beleuchtetes Haus. Schaut doch friedlich aus. Stell dich nicht so an, Swoopy. War nur ein Licht, was flackert. Das ist total harmlos. Wo war der Knochen? Da war der Knochen. Jetzt kommen wir noch aufheben. Hier oben bin ich alles zweimal abgelaufen und Temperatur ist mir nichts aufgefallen. Da waren gerade 8 Grad. Hier ist er. Und das Licht ist aus.
mich gerade von da hinten. In welchem Zimmer war ich jetzt gerade? Hier war es gerade eiskalt. 2 Grad 0 unter 0? Nein. Ich glaube, hier ist er am aktivsten oder am kältesten. Gefriertemperaturen. E. Minus. Okay, jetzt haben wir Minus. Damit. Alles klar, Gefriertemperaturen. Check. Tief durchatmen. Wunderschönen Vollmond, der alles schön beleuchtet. Brauchen keine Angst haben. Das ist auch noch ein bisschen aktiv. Fotoapparat hätte ich auch drin lassen sollen. Lassen wir ihn momentan noch da und nehmen das Buch mit. Okay, wo stelle ich mich am besten hin? Ich glaube da drüben. Würdest du das Licht bitte anlassen, böser Geist? Ach, Sicherung wieder draußen. Buch. Mit F hingelegt. Falls du mich hörst, schreib ins Buch, mein frostiger Geist. Also Temperatur ist auch ein nicht ganz so guter Indikator. In einem anderen Raum hatte ich eine Temperatur unter 10 Grad, aber da habe ich jetzt Gefriertemperaturen. Nehmen wir dich noch mit. Erstmal den, da brauche ich nochmal kurz durchlatschen fürs Erste. Hier piepst mal noch nichts. Ich sollte mir angewöhnen, Schiff dauerhaft zu halten. Also EMF hat mal so rein gar nichts gemacht. Bist du da? Sprich mit mir. Gib mir kein Zeichen. Hier soll, glaube ich, dunkel sein. Gib mir ein Zeichen. Was willst du? Wie alt bist du? Sprich mit mir. Macht rein gar nichts. Ich
fühle mich nicht so gut. Was soll ich denn wieder alles machen? Ach, Grutzelfix habe ich gar keins dabei. Räucherstäbchen, Salz. Machen wir erstmal Salz. Sanity Pillen. 71, ich behaupte mal, das ist in Ordnung. Ach, hatte ich, sollte ich vielleicht auch mal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob er schon irgendwas angefasst hat. Zumindest bin ich froh, dass die Türe immer noch offen ist. Ah, danke fürs Licht anmachen. Auf oder zugemacht, das ist immer das Schönste. So gucken. Oh. Da war was. Okay, es blinkt nicht mehr. Die Sicherung ist noch an. Also irgendwas am Boden war das. Der ist, glaube ich, hier aufgetaucht. Danke fürs Licht anmachen. Ja. Es blinkt nicht, also jagt nicht. Er erschreckt mich nur tierisch. Wenn man sich gleich wohlfühlt, wenn man das Haus verlassen hat. Halleluja. Schalter für hier hinten. Ich hätte gerne mehr Licht. So. Also EMF macht da so rein gar nichts. Salz kann ich wegschmeißen. Ja. Plopp. Nimm das Salz. Bleibst du mal hier. Den Kruzifix vergessen. Wusste ich doch irgendwas. Ja. Achso, das war nur das Geblinke, nicht alles geblinkt. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Irgendwie fühle ich mich auf der Seite besser, weil ich glaube, der kommt da vorne. Dann kann ich ja noch schnell die Räucherstäbchen anschmeißen. Hier unten brennt noch Licht. Draußen hat was geblinkt. Ich schaue mal oben noch im Waschbecken. Ah, Kamera habe ich auch noch nicht geschaut. Machen.
Wie mache ich die Räucherstäbchen an? Warum räuchern die Stäbchen nicht? Jetzt räuchern sie. Ich bin mutig. Oder auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich oben anzünden sollen. Da wo sein Hauptdings ist. Hier. Werden wir gleich sehen, ob das gereicht hat. Ich habe nur die Hoffnung, dass er durch die Räucherstäbchen jetzt verschwunden ist. Nee, hat nicht gereicht. Und die Räucherstäbchen kann man, glaube ich, nur einmal verwenden. Weil sie auch für einen Pop ist. Genau, reinigen Sie den Bereich. Hm, doof. Kamera wollte ich gucken. Also, ob sich. Ja, toll, jetzt macht das Licht an. Ah, weder mit Nachtsicht noch mit. Jetzt hätte ich hier irgendwo. Nee, definitiv. Keine Orbs. Hm. Habe ich sonst noch irgendwas dabei? Salz ist nicht gelatscht. Im Lichtschalter sehe ich nichts. Vielleicht würde er mit mir reden, wenn mich das Spiel hören würde. Ich wollte Waschbecken checken, ob ich da noch irgendwo ein Foto machen kann. Ansonsten, ich habe gar keine Ahnung, wer oder was das sein könnte. Taschenlampe brennt, sie blinkt nicht, alles ist in Ordnung. Ich wollte mir gar keine Sorgen machen. Nichts, EMF nichts, doch Salz latscht nicht. Ich weiß nicht, ob das gute Versteck ist. Scheint gut genug gewesen zu sein. Mach das Wasser an. Gib mir ein Zeichen. Ich habe noch keine Bestätigung, ob meine Sprache anerkannt wird.
Zumindest konnte ich jetzt schon ein paar Mal erfolgreich flüchten. Ach, Licht ist schon wieder. Der blöde Sicherungskasten. Das ist echt nervig. Ach, der ist ja... Ich glaube, ich bin mittlerweile auch schon zu bescheuert, dass es zu gefährlich wird für mich. Ich könnte mir Pillen einschmeißen, aber ich weiß nicht, ob das noch irgendwie großartig was bringt. Der reagiert einfach auf nichts. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Sprich mit mir. Lass die Türe auf. Ach, das soll mir ja, glaube ich, im Dunkeln machen, oder? Ich will aber nicht im Dunkeln. Okay, einmal ganz schnell. So. Ich schau mal kurz, wie meine Sanity ist. Ich glaube echt, ich bin zu bescheuert für den Job. Knapp unter 50, hätte ich jetzt schlimmer vorgestellt. Er ist durch Salz gelaufen. Wo habe ich meine... Wenn der erst vor kurzem durchgelaufen ist, dann sollte ich da Fußspuren sehen. Wenn er welche hinterlässt. Also nee. Kein UV. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Sprich mit mir. Hallo? Vielleicht finde ich jetzt Geisterorbs und kann es ein bisschen einschränken. Aber bis jetzt habe ich nur die Gefriertemperaturen. Und eventuell die Geisterbox, weil die auf mich nicht reagiert. Wo es an mir liegen könnte. Oder an meinem... sollte ich Licht ausmachen. Sieht man die nur in der Nachtsicht oder... Oder auch in der normalen Ansicht. Ich mache mal das Licht nochmal aus. Ja, nicht nur flackern. Hättest du auch ganz ausmachen können. Würde ich mir den Weg sparen.
Fahrrad? Nein. Jetzt hätte ich noch ein Foto vom Geist machen können, vielleicht. Ich lasse mal ein Licht an, damit ich sehe, wann das Blinken aufhört. Was gäbe es denn für Möglichkeiten? EMF macht rein gar nichts. Geisterbox. Könnte an meiner Sound, an meinem Sound liegen, dass mich der Geist nicht hört. Fingerabdrücke. Nichts gefunden. Geisterorbs. Keine gesehen. Geisterbuch. Schreibt da auch nicht rein. Gefriertemperaturen. Ja. Also das wäre das Einzige. Der macht es einem echt schwer. Ja, schön blinke, blinke. Na, weder da drüben noch hier. Da ist sein. Da sich um die Gefriertemperaturen. Also nein, Geisterobsens nicht. Crucifix habe ich leider nicht eingekauft und nicht mitgenommen. Seinen Namen rufe ich nicht. Der ist schon aggressiv genug. Gespenst, Phantom, Benji, Ma, Dämon, Yurai, alles Mögliche. Ist der EMF vielleicht auch kaputt, weil der nicht mal minimal ausschlägt? Der macht ja gar nichts. Wie gesagt, Geisterbox wäre eine Möglichkeit. Ein Buch schreibt er nicht rein. Oder ist das Ding auch kaputt? Gespenst, Mara, Dämon. Und Dämon greift viel öfter an als andere Geister. Habe ich jetzt zu wenig Erfahrung, ob das jetzt sehr oft ist. Wenig erscheint es mir nicht. Okay, greift öfter an, wenn ich mich im Dunkeln aufhalte. Passiert das auch nicht allzu selten. Okay, aber die will Orbs. Moment, was war beim Dämon? Ein Buch. Ein Buch hat er nicht reingeschrieben. Gespenst. Giftige Reaktion auf Salz. Kann ich jetzt nicht sagen. Fingerabdrücke. Ich schaue nochmal schnell nach Fingerabdrücken. Aber ich glaube, der bewegt da einfach zu wenig. Und Fußabdrücke? Na, die könnten vielleicht auch zu lange her gewesen sein. Kommst du? Ich will gar nicht wissen, von wo du kommst. Ich gehe wieder in mein Lieblingsversteck hier unten. Hier fühle ich mich gut. Machen wir ein bisschen Disco-Licht. Schrankparty. Ah.
Sicherung ist aus. Also ich tippe jetzt einfach auf den Dämon, weil er mich halt gefühlt jetzt ständig angreift. Auch wenn eventuell andere Dinge dagegen sprechen. Dass er eher drüber latscht, wenn er mich verfolgt nach unten. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich noch machen könnte. Ja. Folge mir über das Buch. Und schreib ins Buch, wenn du schon mal da bist. Gib mir eine Autogrammkarte. Also auf Dauer kann ich jetzt nur noch verlieren. Das Buch hat er natürlich nicht geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Sieht man die Orbs eigentlich auch in den normalen Kameras? Oder nur in meiner eigenen? Na, die normalen Kameras schauen wahrscheinlich nie dahin, wo es sein sollte. Das ist noch ein Gespenst. Bräuchte ich Fingerabdrücke. Für die Ma Orbs. Oder Geisterbuch. Ach, wegen der Aggressivität nehme ich jetzt einfach einen Dämon. Ich habe keine Ahnung. Das muss ja auch nicht sein wegen der Geisterbox, aber das wäre halt naheliegend. Ich habe keine Ahnung und ja, bevor ich jetzt hier noch sterbe, machen wir lieber nur einen ganz Mini-Gewinn. Auf Wiedersehen. Und mir reicht's. Und ich vermute einfach mal, dass mein Sound vom Spiel immer noch nicht erkannt wird. Ja, es ist ein Dämon. Also er hätte auf die Geisterbox reagieren können sollen, hat er aber nicht. Ich probiere weiter, an meinem Sound rumzubasteln. Danke, dass ihr für den Test dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.